Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Green Hell. Und ihr hört schon, unsere geistige Gesundheit ist sehr, sehr niedrig. Und ich raste hier komplett aus, weil diese Stimmen, die machen mich ganz, ganz wahnsinnig. Wir müssen jetzt unbedingt was jagen. Weil es sieht nicht gut aus. Wir haben richtig Hunger und kein Futter am Start. Wir brauchen jetzt unbedingt einen erfolgreichen Jagdtrip. Trinken jetzt erstmal ein bisschen was. Und gehen dann direkt los. Das mit den Stimmen, das müssen wir irgendwie loswerden. Ich hoffe mal, dass wenn wir ein bisschen was gegessen haben, dass das besser wird. Ich bin mittlerweile so verzweifelt und hungrig, dass ich jetzt versuchen werde, hier die Schlange zu erlegen. Ich hoffe nicht, dass sie uns trifft. Okay, wir haben es geschafft. Klinge erforderlich. Südamerikanische Klapperschlange, ja. Shit. Okay, wir können die sozusagen jetzt so nicht häuten. Das heißt, wir brauchen eine Klinge. Ich glaube, da vorne in diesem Dorf war eine Klinge, ne? So, da haben wir die Klinge, das Knochenmesser. Ich hoffe mal, damit können wir das mit der Schlange machen. Ich habe ein Gürteltier erlegt, Leute. Beziehungsweise es liegt da und ich kann es jetzt mit der Klinge da rausholen. Das ist sehr, sehr gut. Also die Klinge wird uns sehr helfen, denke ich mal. Oh, das Wildschwein ist hier ziemlich nah dran. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir nach Hause kommen. Es ist schon sehr, sehr spät. Und die Stimmen sind immer noch da. Home sweet home. Und wir sind wirklich, guck mal unten auf die Energieanzeige, wir sind wirklich, wirklich kurz vorm Umkippen und ohnmächtig werden. Wir legen uns jetzt ganz kurz schlafen. Und dann gucken wir, was unsere Ausbeute war. Die war wirklich nicht gut, was Essen angeht. Es ist leider mitten in der Nacht. Und die Stimmen sind immer noch da. Das ist wirklich schlimm. Oh, diese Stimmen, ey. Ich hoffe, das regnet jetzt nicht gleich. Sieht aber jetzt gerade nicht so danach aus. So, die Ausbeute waren ein paar Bananen. Die werden wir jetzt erstmal essen. Essen. Und wir haben ja noch einen Krebs und das Gürteltierfleisch. Trinken jetzt mal eben einen Schluck, dann machen wir das Feuer an und grillen unser Fleisch. Ich hoffe, dann geht es uns besser. Hier zwei Schluck trinken. Sieht das hier aus? Ja, die gelbe Leiste ist immerhin schon mal ein bisschen hochgegangen durch die Bananen. Sehr, sehr gut. So Leute, ich habe gerade gesehen, dass wenn man am Lagerfeuer sitzt, dass die geistige Gesundheit so ein bisschen nach oben geht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen hier bleiben. Die Languste und das Gürteltierfleisch ist, seht ihr gerade unten rechts, die geistige Gesundheit. Das Gürteltierfleisch sind gerade am Kochen, das ist sehr, sehr gut. Und das Spiel speichern kann man mit einem Unterschlupf, habe ich gerade ergoogelt. Das habe ich ja mich schon gefragt vorhin, aber habe es jetzt so rausgefunden. Ja, was ist denn ein Unterstand? Ist das sowas? Ein Dach? Steinfalle? Ich habe ja einen Unterstand, ne? Ich weiß nicht. Ich würde gern so ein Dach bauen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe relativ viele Bananendinger hier. Nur brauche ich dafür erstmal so ein Gestell, ne? Okay, die Languste ist fertig. Die nehmen wir mal eben. Essen wir schon mal. Okay, da wird auch die Farbe wieder in meinem Bild besser. Also mir geht es jetzt schon ein bisschen besser. Und die Stimmen sind weg. Oh mein Gott, ist das so schön. Nein, nicht ganz. Aber mal schon ein bisschen. Egel habe ich natürlich auch wieder. Kann ich die denn behandeln? Diese blöden Blut... Boah, guckt euch das an. Die rauben mir halt richtig meine Gesundheit. Wie kann ich die denn behandeln? Ach, ich kann die so per Hand abmachen. Oh mein Gott. Warum wusste ich das vorher nicht? Okay. Das ist ja kein Wunder, dass es mir so schlecht geht. Okay. Die Egel sind so weit entfernt. Mein Bein geht's besser. Oh mein Gott, hier sind auch schon Egel. Junge. Ich bin ja komplett voll damit. Alter Schwede, wie viele Egel. Hier ist auch schon irgendeine Verletzung. Oder sowas. Ja, keine Ahnung. Wir sind jetzt auf jeden Fall die Egel los. Und das Feuer ist aus. Geht gleich aus. Oh mein Gott. Nein, der Regen. Okay, wir schlafen nochmal ganz kurz, bis der Regen weg ist. Ernsthaft? Ich habe jetzt mein Feuer neu angemacht und das Gürteltierfleisch ist weg. Leute, wir brauchen unbedingt ein Dach. Das mit dem Regen ist ja so annoying. Also es ist ja super nervig. Da kann man ja gar nicht so ein vernünftiges Fleisch braten, so oft wie das hier regnet. Ich muss mal rausfinden, wie das jetzt hier geht. Ein Dach. Ja, wir machen jetzt einfach hier so einen Rahmen. Ich glaube, den können wir ja gar nicht hinmachen, ne? Doch. So geht. Okay,
Okay. Dafür brauchen wir jetzt. Was ist das hier? Holzscheit, die hatten wir ja schon, zwei Stück. Perfekt. So, die zwei langen Stöcke noch. Und dann haben wir unser Gestell schon mal fertig. Da muss jetzt nur noch ein Dach drauf. Und dann müssen wir unbedingt was Richtiges essen. Auch hier müssen noch Seile hin. Aber die haben wir ja. Okay. Rahmen hergestellt. Perfekt. Und jetzt habe ich mich vertippt. Jetzt muss da ein Dach drauf. Nehmen wir am besten Palme oder Banane. Banane nehmen wir am besten. Würde ich fast sagen. Genau. Machen wir so. Jetzt gucken wir mal eben, dass wir hier die Palmblätter sammeln. Trockenes Blatt nehmen wir natürlich auch noch mit. So, das sind hier Palmblätter, ne? Ah, ne, das sind Bananen. Ah, ne, was habe ich denn jetzt ausgewählt? Bin ich gerade verwirrt. Habe ich Banane ausgewählt? Ja, sehr gut. So, das müsste jetzt die letzte Fuhre sein. Dann haben wir unser Dach. Und dann können wir uns auch mal richtig was braten. Müssen wir gleich nochmal kurz schlafen gehen. So, das Dach steht. Die Blätter lassen wir mal hier liegen. Jetzt sollte unser Feuer hoffentlich nicht mehr ausgehen. Wir trinken jetzt nochmal kurz was. Dann gehen wir schlafen. Und dann gehen wir auf Jagd. Sieht schon echt nicht mehr gut aus mit unserer Gesundheit. Wir brauchen unbedingt jetzt was Gutes zu essen, damit wir uns mal am Feuer ein bisschen ausruhen können. So, die Glut glüht. Rein damit. Und jetzt sollte das hoffentlich nicht mehr ausgehen. Das hilft hoffentlich. Wir können jetzt nicht jagen gehen bei der Dunkelheit. Wir müssen gleich nochmal schlafen gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas habe, was wir grillen könnten. Einen Feigefrosch kann man gar nicht grillen. Wäre wahrscheinlich auch ein großer Fehler. Unbekannter Pilz verdorben, kann weg. Ist das so ein... Ist das eine Trinkflasche oder sowas? Der Bidon? Oder Bidon? Hab ich noch nie gehört. Also das ist unsere jetzige Ausrüstung. Wir müssen unbedingt gleich los. So, early in the morning. Das Feuer brennt immer noch. Sehr, sehr schön. Ist nicht ausgegangen. Wir trinken was. Und dann geht's los zur Jagd. Doch, ich habe mein Mind verloren. Schon lange. Ich habe mich jetzt mal an die Wildschweine rangepirscht. Ich werde jetzt versuchen, die zu erlegen. Kann man den denn werfen? Ich habe den vorhin geworfen. Den, glaube ich, vorhin geworfen. Versuchen wir uns ranzupirschen. Nicht wegrennen! Bleib stehen. Ich verarsche mich. Die rennen alle in verschiedene Richtungen. Wo sind sie hin? Ich weiß nicht, ey. Wie kann man den denn werfen? Versuch nochmal zu sneaken. Hier ist es ganz nah. Es rennt weg, wenn es so nah ist. Ich wünschte, ich könnte den werfen, den Speer. Ich habe jetzt herausgefunden, wie man den Speer werfen kann. Da unten ist unser potenzielles Opfer. Vorher nehmen wir den Krebs hier noch mit. Hier solche Geräusche, ey. Und erstmal den Krebs. So, den haben wir. Ach Mist, jetzt das andere Tier weggelaufen, ne? Da ist noch eins. Es kommt näher. Jetzt müssen wir treffen. Das ist wichtig, Leute. Zack. Haben wir es erwischt? Ich glaube, ja. Wo ist es hin? Da. Es haut ab. Da läuft es. Boah, es reicht nicht aus, ein Speer. Das ist aber doof. Ich hätte jetzt gedacht, ein Speer reicht. Muss ich vielleicht den Kopf treffen oder so? Wir versuchen es nochmal, Leute. Wir haben jetzt zwei Speere diesmal. Oh, wir haben einen Kopftreffer gelandet und es ist... Wir haben es erlegt, Leute, wir haben es erlegt. Kann ich den Speer noch weglegen? Ich habe ihn jetzt schon... Na, leider nicht. Schwacher Speer können wir aber wieder aufnehmen. Sehr schön. So, was können wir jetzt hier machen? Sag jetzt nicht, ich komme jetzt nicht daran. Oh nein, ich habe jetzt das schmutzige Wasser... Oh nein. Jetzt habe ich auch noch das schmutzige Wasser aus Versehen getrunken. Aber wir kommen trotzdem an das Schwein ran. Ich hatte schon Befürchtung, dass wir das nicht bekommen. Knochen, Knochen. Okay, wir haben mehr als genug zu essen. Wasserschweinfleisch. Let's go nach Hause und grillen und dann geht's uns hoffentlich besser. Leute, ich bin gerade so happy. Wir haben gerade endlich unsere erste richtige Jagd geschafft und haben jetzt endlich mal was Größeres zum Essen.
Ich freue mich. Unser Lagerfeuer ist weg. Ey, das Spiel ist auch echt gegen mich, oder? Lagerfeuertasche. Was zur Hölle ist? Was geht denn jetzt hier ab? Ich will jetzt einfach mein Fleisch grillen. Ihr glaubt gar nicht, wie kirre mich diese Stimmen machen. Ich hoffe, die werden gleich verschwinden. Wir haben jetzt endlich gekochtes Essen. Hauen hier direkt noch mehr rauf, bevor das schlecht wird. Jetzt essen wir das. Und kriegen endlich wieder Proteine und Fett dazu. Oh mein Gott. Die Werte sehen mal wieder ein bisschen besser aus. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir grillen natürlich hier noch weiter. Bleiben noch ein bisschen am Feuer. Und unter unserem Unterschlupf. Ah, hier können wir speichern. Sehr gut. Oh mein Gott, das ist auch super zu wissen. Speichern wir mal ab hier. Gut, dass ich beim letzten Mal also direkt weitergespielt habe. Sonst hätten wir jetzt unseren Spielstand verloren. So, wir essen nochmal eine Runde. Machen hier nochmal die Krabbe drauf. Ich hoffe wirklich, dass das gleich besser wird hier mit dem Sound. Mit diesen blöden Stimmen. Ist das hier unten die geistige Gesundheit? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, ne? Wenn das, umso roter das ist, umso schlechter geht es uns. Das scheint auf jeden Fall sehr zu helfen, dass wir jetzt mal hier was zu essen haben und unsere Werte hier mal ein bisschen höher sind. Natürlich ist es hier nicht perfekt. Fette ist nicht ganz hoch und ich weiß gar nicht, was das andere da ist. Unser Essen ist fertig und so langsam geht es uns echt besser. Also wir haben diese Folge echt viel geschafft. Die Gesundheit steigt. Mit dem Verband können wir nochmal gucken, ob wir da irgendwie was. Also man kann auf jeden Fall die Verbände herstellen aus diesen Mulinera-Blättern, nicht Tabakblatt. Da kann man Verbände herstellen. Und die kann man dann so auf Ameisenstiche und sowas machen. Aber ich weiß nicht, ob wir das gerade brauchen oder so. Die sehen eigentlich gerade ganz gut aus. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was man gegen Blutegel machen kann, weil die kriegt man wirklich häufig. Das ist sehr, sehr nervig, weil die muss man immer runtersammeln von seiner Haut. Aber jetzt gerade sieht es. Wobei es so aussieht, als wenn wir Ausschlag oder so haben, ne? Oder ist es einfach nur Dreck? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich einfach nur Dreck. Gehe ich mal von aus. Können wir ganz kurz hier nochmal schauen? Ja. Alles in Ordnung, denke ich. Die Stimmen gehen auch so langsam weg. Das Zeichen unten links ist jetzt hier auch wieder im weißen Bereich. Ich glaube, wir haben es soweit erstmal geschafft. Ich bin wirklich mega happy, dass wir es geschafft haben. Es war viel Arbeit. Wir haben unser erstes Wasserwildschwein oder was war das? Wasserschwein oder sowas erlegt. Das hat wirklich sehr gut geschmeckt. Wir wissen jetzt, wie wir jagen. Aber ich würde mich trotzdem sehr, sehr gerne über irgendwelche Tipps zu dem Spiel freuen, damit wir hier auch ein bisschen vorankommen, weil das Spiel verrät einem so gar nichts. Man muss halt alles selbst herausfinden. Aber Leute, ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega über ein Like freuen. Falls ihr mehr davon sehen wollt, dürft ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.